Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich bin hier schon hängen geblieben. Leute, ich habe unfassbar viel. Das ist ein XXL Video und zwar mit Produkten von Fansales. Tüte kann weg. Leute, die Tüte, das ist die größte Tüte ever, die ich jemals vom Shop erhalten habe. Och, und ich sehe schon ein Bild. Das ist ja, ist das schön. Und Leute, ich habe was Riesiges bestellt. Riesig, aber mega cool. Ich freue mich richtig drüber. Ich glaube, ich zeige euch das mal als erstes. Ich habe einen Stapel voll Bilder. Eine kleinere Variante von dem, was ich noch in groß bestellt habe. Ich glaube, das zeige ich euch zuerst, weil das jetzt einfacher für mich hier ist. Und zwar eine kleine Mappe für kleine Teilbilder, die ich aktuell ja so liebe. Schaut mal, da gibt es verschiedene Farben. Ich habe jetzt hier lila genommen. Ich finde das richtig, richtig schön. Das ist ein A4-Book, hat 30 Glassichthüllen, wo ihr die Bilder reinmachen könnt. Dann könnt ihr die super gut verstauen. Ich habe mir das gedacht für die Teilbilder. Ich mache die ja aktuell super gerne, weil die schnell für zwischendurch zu machen sind. Und tatsächlich habe ich heute wieder kurzfristig erfahren, dass sich wieder einiges bei uns ändern wird. Deswegen seht es mir nach mit den Videos. Ich habe es letztes Mal gut hinbekommen, aber ich stecke halt nicht drin. Wir bekommen wieder Zuwachs. Und ja, ich kann ja nicht so viel sagen. Ja, und demnächst eben noch ein bisschen mehr Zuwachs. Und ich weiß nicht, wie ich genau dazu komme. Deswegen, eventuell seht es mir ein bisschen nach. Ich versuche jetzt hier schon gut voranzukommen. Ja, ja. Ich bin gewillt. Aber man steckt nicht drin. Genau, ich werde alle Produkte in die Infobox setzen und verlinken. So cool. Wie gesagt, ich liebe dann halt auch diese kleinen Bilder, weil ich dann da auch ein bisschen besser dazu komme meistens. Genau, die Mappe. Sehr, sehr, sehr cool. Und dann habe ich das Ganze noch ein bisschen größer bestellt, Leute. Bisschen nur. Ja. Oh, unfassbar, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Was ist das denn für eine Größe? Ich habe einfach das Größte genommen, was es gab. Ich glaube, das ist A2 gewesen. Brauche ich. Leute, braucht jeder. Und ich habe rosa ausgesucht. Es gibt auch verschiedene Farben. Ich glaube, es gibt noch so ein Mintgrün, Gelb und auch Lila. Aber irgendwie, ich wollte halt irgendwie rosa. Warum wohl? Ich packe das Teilchen mal aus und dann zeige ich es euch. Ich stehe mal auf. Dann seht ihr das ein bisschen besser. Aber das ist natürlich, das ist riesengroß, Leute. Das ist richtig dick und stabil. Guckt mal. Das hält ordentlich was aus. Das hier ist auch echt dick. Und hier ist die Öffnung für die Bilder. Ein Ticken besser wäre das, wenn das in der Mitte wäre. Aber hier ist es auch nicht schlecht. In der Regel trägt man das ja nicht von A nach B, sondern heftet das einfach da ein, damit nichts drankommt. Ist eben einfach eine Sammelmappe. Weil ich auch oft gefragt werde, was machst du denn mit den ganzen fertigen Bildern? Ja, nix. Was soll ich denn damit machen? Ich sammle die, ich heb die auf. Genau. So viel dazu. Und dann, Leute, habe ich zugeschlagen. Hab mich da mal ausgetobt. Ich habe ein paar Teilbilder. Aber ich habe auch ein paar normale Bilder dabei. Ich würde es jetzt erstmal aufteilen, glaube ich. Ist das ein Teilbild? Ja. Das hier? Nein. Nein. Auch nicht. Okay. Also ich zeige euch jetzt erstmal die Teilbilder und dann die Vollbilder. Und das interessiert mich. Das sieht so schön aus.
Guck mal. Ja, gut, wir haben jetzt Sommer, aber ich war schon bereit. Summer in... Nein, wie heißt das? Christmas in July. Ja, Summer wäre dann halt wirklich in July, ne? Aber, ach, das ist irgendwie total schön. Ja, und da dachte ich, das passt doch bestimmt super gut in diese kleine Mappe. Das ist schon sehr süß. 10 Farben hat's. Toolkit ist halt immer mit dabei. Das sind die Steine. Runde Steine. Ist jetzt nicht ganz so farbenfroh von den Steinen her, aber irgendwie ist das total niedlich. Bin mal gespannt, wie das nachher aussieht. Ist wirklich nur was ganz Kleines. Ist ein Engel. Paint-Leinwand-Verhältnis ist jetzt so lala, aber man könnte auch auf nichts verzichten. Guck mal, da ist das kleine Vögelchen und dann der Engel. Ich finde das total schön. Mir hat das richtig gut gefallen. Ja, das fand ich sehr niedlich. Das durfte mit und hat stolze 10 Farben. Ja, man soll es nicht vermuten. Und weil ich jetzt so ein bisschen im Zeitdruck bin, natürlich sehe ich halt wahrscheinlich immer so aus in den Videos. Ja, ich habe mal den Lippenstift gewechselt. Das war aber schon das höchste der Gefühle. Mal gucken, ob ich gleich noch was anderes anziehe. Aber ja... Ja, genau. Nächstes Bild. Ich bin mal gespannt, ob das... Nein, das hat nur eine Farbe, Leute. Das fand ich so lustig, weil das halt tatsächlich wirklich nur eine Farbe hat. Das ist super gut für zwischendurch oder für mitzunehmen. Genau, das ist die einzige Farbe, der Albtraum eines gefühlt jeden. Aber ich mag's. Schwarz. Ich painte ja gerne schwarz. Ich painte nicht so gerne die hellen Farben. Ich painte lieber schwarz. Tada! Ich finde das schön. Da freue ich mich sogar schon drauf. Das ist die Savanne in der Abenddämmerung und irgendwie ist hier jetzt eine Fliege drin. Herrlich. Lieb ich. Ja, und zwar so als Schatten irgendwie der Baum und dann der Elefant und dann hier der kleine Baby. Guck mal, den kann man auch super gut erkennen, den kleinen Baby-Elefanten. Ich finde das richtig schön. Mir hat das gefallen. Und das ist halt so wirklich zum Abschalten. Also da muss man wirklich, da muss man gar nichts mehr nachdenken. Und das braucht man ab und zu tatsächlich echt auch mal. Ich finde das schön. Und das mache ich in diese kleine Mappe da rein, in diese lila, ne? Nächstes Bild. Wie viele Farben hat das? Oha, 16 Farben. Das ist jetzt mal ein Kontrast zu dem von gerade eben. Warum hat das denn 16 Farben? Das kann ich mir gar nicht erklären. Das ist so unnötig. Schöne, schöne Lila-Töne. Ist schön, Leute. 16 Farben. Das ist sehr schön. Kommt schon, ich finde es sehr schön. Guckt mal, so ein Cottage. Aber im Frühling. Ich wollte jetzt schon fast sagen, im Winter. Nee, aber da blüht ja alles. Das ist Frühling. Ach, guckt mal. Ich finde, das ist ein sehr schönes Haus. Könnte ich eigentlich auch direkt einziehen. Mir gefällt das, so ein Fachwerkhaus mit einem großen Schornstein. Ja, den Brunnen zu pflegen hätte ich jetzt tatsächlich keinen Bock drauf, aber mein Gott, wenn er da ist, warum nicht? Ich finde das sehr schön. Freue ich mich auch drauf. Ich liebe die Bilder aktuell. Kommen wir zum nächsten. Kleine Zwockel hier. Da ist das Bild-Paint-Verhältnis... glaube ich, sehr, sehr gut. Hat 8 Farben. Auch runde Steine. Oha, das ist voll lang. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, mit Strass. Krass. Bin ein bisschen aufgedreht hier gerade, weil ich so eine schöne Nachricht bekommen habe. Ja, Strasssteine. Damit habe ich nicht gerechnet.
Die schwarzen Steine sind normale Steine. Blau, Silber, Rot sogar auch, grünlich ein bisschen was. Oh, cool. Nee, ich glaube, das schimmert nur ein bisschen grünlich. Ja. Tada! Oh, das wird bestimmt mega gut aussehen mit Strass. Da freue ich mich drauf. Diese zwei Schwäne und die bilden so ein Herz in der Mitte. Ich finde das sehr süß. Swan Lake. Das ist toll. Sehr cool, dass das mit Strassstein ist. Noch drei Teilbilder und dann kommen die anderen Bilder, versprochen. Nächstes Bild hat 12 Farben. Oh. Und ist ein bisschen mitgenommen. Naja. Ich glaube, dass die vielleicht auch gar nicht so viel bestellt werden. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich... Das ist Geschmackssache. Ja, aber ich finde es schön. Okay, mit den Tönen habe ich nicht gerechnet. Ach, Toolkit wieder. Ja. Dann sind das hier die Farben. Soweit, so gut. Und hier wird es schön rosa und pink. Diese Fliege hier, die nervt aber tierisch. Ja, warum nicht? Das ist so ein, ist das ein Cognac-Glas mit Rosen? Das ist wirklich Geschmackssache, das weiß ich jetzt auch. Aber, weiß ich nicht, irgendwie habe ich es mir so ein bisschen tatsächlich zur Aufgabe gemacht, mal eine Zeit lang alle Teilbilder aus den Shops zu ergattern. Und dann auf einmal kam eine Welle und da waren auf einmal super viele, wo ich mir dann dachte, okay, ich glaube, das wird doch ein bisschen schwierig. Egal. Ich finde es schön. Das ist die Hauptsache. Ich freue mich darüber. Das packe ich mal wieder ein. Die Toolkits, die packe ich da meistens nicht mehr wieder mit dazu. Erstens mal kriege ich das dann nicht mehr rein und dann so viel brauche ich nicht. Das ist auch ein super schönes Bild. Das andere auch, aber das ist super schön. Sehr schön. Die Farben wieder. 10 Farben. Schon ein bisschen Konfetti, aber ich finde das wunderschön. Ach, da geht mir irgendwie so richtig das Herz auf, wenn ich das anschaue und... Das lädt zum Träumen ein. Die Farben, wunderschön. Für meinen Geschmack natürlich. Wisst ihr Bescheid? Runde Steine. Das ist schön. Und die Leinwand ist schön weich. Guckt euch an. Dieser, ah, das ist auch wieder so eine Abenddämmerung. Dann mit dem Schwan. Dann guckt man alles so lila, rosa, dann der frühlingshafte Baum hier. Der ist natürlich konfettilastig, aber so schön. So schön. Ach, gefällt mir richtig gut, ne? Richtig gut. Hm. Ja. Aber echt viele Farben. Die hier gefällt mir besonders gut. Ach, da freue ich mich. Und ich weiß, dass ich die in nächster Zeit auch wieder brauche, diese Teilbilder. Weil ich gut zu tun haben werde. Und dann ist das einfach eine gute Möglichkeit, zwischendurch mal ein bisschen abzuschalten und ein bisschen... Erfolg zu haben. Ich krieg's gar nicht mehr rein. Letztes Teilbild. Die Fliege hier. Nervt. Rosen. Auch schöne Farben. Kräftiges Grün auch dabei.
viel, viel, viele Grüntöne, viele Rottöne. Ein bisschen Rosa sogar auch dabei. Die Farben gefallen mir sehr gut. Okay, es hat 12 Farben. Jetzt nervt es wirklich, ne? Ach Leute, es könnte euch kaputt lachen, aber das ist echt... Was ist mit der? Ob es so viele Rot- und Grüntöne gebraucht hätte, sei mal so dahingestellt. Also ich weiß schon, was es sein soll, aber irgendwie tatsächlich, finde ich, kann man es jetzt nicht ganz so gut erkennen. Das ist das. Natürlich ist das ein Blumenstrauß mit roten Blumen. Ich finde, Rosen im Speziellen erkennt man jetzt nicht. Das ist vermutlich die Vase. Die hätte irgendwie noch eine andere Farbe haben können, finde ich. Ob das nachher dann einfach nur aussieht wie so ein wildes Gewusel, könnte sein. Das finde ich ist jetzt nicht ganz so optimal geworden hier. Ja. Ja. Okay. Ihr wisst, ich bin dann da auch ehrlich, wenn ich mir jetzt da nicht so sicher bin. Ich freue mich wahnsinnig über die Bilder, aber wenn ich dabei einen Bedenken habe und einschätze, dass das eventuell nicht ganz so optimal gelungen sein könnte, dann sage ich das dazu, ne? Natürlich. Aber ja, mir geht es wie so vielen wahrscheinlich auch einfach ums Painten an sich, weil ich nachher mit dem fertigen Bild auch nicht wahnsinnig viel mache. Und jetzt kommen wir zu einem Bild, wo ich dachte, dass das ein Teilbild ist, aber ich glaube, bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich glaube, ich habe euch das schon mal gezeigt. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Hat auch runde Steine. Wie gesagt, ich dachte, das wäre ein Teilbild, aber es ist schön. Doch, es ist schön. Es hat 19 Farben. Toolkit ist auch mit am Start. Kleine Tütchen, aber es ist auch ein kleines Bild. 30 x 30 cm. So sieht's aus. Da finde ich das eigentlich in Ordnung mit den kleinen Tütchen. Weil das dann oftmals ausreicht, weil man von einer Farbe nicht so viel braucht. 19 Farben, wie gesagt. Und das Bild ist ein bekanntes Bild. Das gibt es normalerweise in richtig groß. Aber hier habt ihr noch eine kleine Variante dazu. Das sind diese Löffel mit den Gewürzen. Genau. Ja. So sieht's aus. Auch nicht schlecht. Vielleicht für in die Küche. Gefällt mir. Kommen wir zum letzten Bild und ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Da ist es. 22 Farben. Die Farben sind schön. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Tatsächlich steht das Paket auch schon eine Weile hier. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Und ich habe ja immer Drehtage. Einen Tag in der Woche schneide ich vormittags und einen Tag in der Woche drehe ich. Und das war's. Weil ich den Rest der Woche dann frei haben möchte, einfach für mein Kind. Genau, und wenn dann ein Paket halt direkt nach dem Drehtag dann ankommt, dann steht das natürlich die Woche. Und wenn in der Zeit aber andere Pakete ankommen mit Datum, wo ich halt Datum habe, wann das online gehen soll, dann haben die Vorrang. Und da haben wir dann schon den Salat. Das ist ein cooles Bild, obwohl man es ein bisschen schwer erkennen kann. Toolkit, wunderschöne Farben in Zipbeuteln. Guckt mal, so schöne Blau- und Lila-Töne. Ein bisschen Rosa ist auch mit dabei, aber richtig schön. Das gefällt mir und das hier, richtig schön. Und jetzt zeige ich euch mal das Bild, das ist wirklich klein. 25 x 25 cm. Das ist eine Rose mit Schmetterlingen. Man kann es ein bisschen schwer erkennen tatsächlich.
Aber ich glaube, wenn das gepaintet ist, sieht das nochmal anders aus. Super schön pastellig wirkt das auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Ist schon ein interessantes Bild. 22 Farben, trotz der kleinen Größe. Das war's mit dem XXL-Video. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.